Willkommen zu einer weiteren Folge der Starover Ubiza. Heute gibt's Pizza. Wir wollen heute in den Bunker gehen. Dazu will ich jetzt nicht unbedingt die besten Waffen mitnehmen. Die ist schon ganz gut. Die können wir behalten. Das auch. Ich denke, helmtechnisch würde ich auch nicht das Beste nehmen. Machen wir das. Schützt uns aber etwas besser. In den Rucksack kriegen wir genug Zeug rein. Es geht darum, dass wir die zwei Schlüssel mitnehmen. Vielleicht. Nehmen wir die noch mit? Weil nee, ich kann mehr Waffen mitnehmen, wenn ich die andere mitnehme. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wir haben eine Handgranate dabei. Das kriegen wir da drauf. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir mal, dass wir in den Bunker kommen. Der hier oben ist, und zwar hier. Schauen wir, ob wir ein Boot finden. Und machen mal die zwei Schlüssel. Noch mal ein Boot spawnen, aber ich denke, das wird schwierig. Wir schauen mal. Das ist jetzt wieder viel mit Laufen, logisch. Dahin zu kommen ist nicht einfach. Mit dem Boot wäre das natürlich schneller. Warum nehme ich so wenig mit? Ja, ich will jetzt am Endeffekt eigentlich Loot gewinnen und nicht Loot verlieren, deswegen packe ich auch noch alles ein. Groß was anderes ist hier eh nicht, diese Dreier-Missionen. Die Dreier-Missionen sind jetzt eh nicht spannend. Ein Spieler ist noch mit da. Noch ein bisschen Obacht. Das kann natürlich auch jederzeit mehr werden. Es ist immer noch reine Ego-Perspektive und PvP, PvE. Mein Ziel ist jetzt nicht hier durchzurushen, sondern nach Möglichkeit nicht zu sterben, was natürlich immer funktioniert. Ich laufe ein bisschen am Strand lang und hoffe, ich kriege ein Boot. Basis. Da ist noch eine. Das ist einfach keine Zauber so.
Nein, wie viele Wölfe wir unterwegs begegnen. Ich hab zwei. Dazu sollten wir, wenn es geht, die Waffen geladen haben. Nummer 1. Nummer 2. Jetzt scheinen ein paar mehr zu werden. Langsam lernen wir uns den Bunker. Mal schauen, ob es dahin noch eine Mission kommt. Weil ich die jetzt nicht unbedingt brauche. Der Bunker ist so schon spannend genug, wenn man alleine ist. Man ist selten ganz allein.
bist ja nicht alleine. Im Bunker aus Einzelschuss ist nicht die Lösung. Wir haben auch 200 Schuss. Sollte von der Seite her passen. Da oben lang. Wir gehen hier rein. Das heißt, nach Kistenausschau halten. Da hinten noch rein. Ich glaube, da war manchmal eine Kiste. Natürlich ein bisschen ausgerüstet. Deshalb ich jetzt hier nicht komplett durchjumpe. Und wie gesagt, hier ist nur Ego. Also wir können ja nicht um die Ecke gucken. Machen wir die Markierung weg.
denke, dass die schusstechnisch etwas besser ist. Das war ordentlich Action. So schnell geht's. Ist hier jetzt eine Mission drin, ne? Ooh.
geht auch gut. Pumpgun, Pumpgun. Ja, das ist wenigstens mal... Ja, da ist einer. Schade, ich kann nur zwei Waffen mitnehmen. Das heißt, das war's schon wieder mit dem Bunker. Ja, die habe ich leider nicht. Ich ziehe auf jeden Fall nicht diese Weste aus. Nicht rankommen.
keiner auf dem Turm drauf. Das sind jetzt nicht die besten Waffen, was wir abbekommen haben, aber hey, die P900 ist jetzt okay. Habt ihr gesehen, die hat uns eine Ausstattung gerettet. Das. Jetzt mach ich kurz das Server weg. Ach nee, ne? Jetzt ist der nicht weg. Okay. Dann heißt es jetzt heimlaufen. Hilft nichts. Schade. Ich kann mir einen guten Rucksack kaufen bei ihm.
Okay. Erstmal heilen. Ja, nee, ist klar. Was los hier? Schade. Zwei Missionen macht eigentlich auch Spaß. Ich bin halt einfach zu voll und ich werde da kein besseren Rucksack kriegen. Klar, ich könnte jetzt die ausrüsten, aber das lohnt sich. Schauen wir mal, was finden hier oben. Ach, das ist diese Baustellenstadt. Da ist aber echt wenig. Anatar, oder wie die heißt. Ja, das lohnt nicht.
da müssen wir uns ja nicht irgendwie hin einen Brunnen suchen. Das macht so keinen Sinn. Toll. Hier wäre ein Brunnen, ne? Ich habe keine Wasserflasche. Heißt jetzt Wasser besorgen in der nächsten Runde. Gewesen. Sollten wir die kleine Bunkerrunde jetzt geschafft haben und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, tschüss.